Hallo und herzlich willkommen zur satanischen Musikagenda, der Sendung im Internetformat, wo wir bibeltreue Christen eben über die satanischen Verführungen und Listen und Tricks von Satan, dem ehemals gefallenen Cherub Luzifer, berichten. Und wir sind jetzt heute hier in der 80. Sendung und der 21. Folge des Marathonprojektes Peter Gabriel und Co., sprich Peter Gabriel und Genesis und zig andere Künstler, die da mit ihm zusammen zu tun haben. Und wir kommen immer weiter zum Finale. Und da freut sich dann auch der Kanalbetreiber, Produzent und mein bibeltreuer Co-Kommentator Jörg drüber. Moin, moin. Ja, moin, moin, Michael. Der freut sich sicher, ja. Wenn ich mir das überlege, 21 Folgen nur für den Peter Gabriel. Ich hatte damals, das ist noch gar nicht so lange her, vor ein paar Wochen das Buch Herrscher des Bösen abgeschlossen mit 46 Folgen insgesamt für das ganze Buch. Und wir hängen hier 21 Folgen auf dem Peter Gabriel rum. Also das ist schon ganz schön tiefgehend. Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, und da möchte ich auch mal den Zuschauern danken, die manchmal auch wirklich sehr förderliche und positive Kommentare schreiben. Da sind einige bei, die wirklich sagen, von so etwas haben wir noch nirgendwo gesehen. Und das finde ich eigentlich genau das Schöne, dass Michael uns hier mit seinen Untersuchungen über die Musikagenda eine Plattform bietet, oder besser gesagt eine Plattform zubereitet, und die wir dann ausstrahlen über YouTube und BitChute und wo auch sonst immer noch, wenn nötig, das über Dinge berichtet, die eben so im Allgemeinen nicht bekannt sind. Und dass die Leute auf einmal merken, von wenn man ein wenig selber recherchiert, dann kommen auf einmal ganz andere Dinge zutage, als die, die einem offiziell erzählt werden, die auch Sinn machen. Aber noch mehr macht es Sinn, wenn man selbst recherchiert und die wahren Hintergründe entdeckt, die dann noch mehr Sinn machen. Ich möchte dann nur ein Beispiel aufgreifen. Als wir die Lesung der Gruppe KISS gemacht haben, hat ja jeder gleich zu Anfang geschrien, ja, das heißt Knights in Satan's Service und Knights in this und Knights in that, bla bla bla. Und Michael hat das gleich von Anfang an abgewehrt und hat gesagt, Jungs, glaubt nicht diesen ganzen offiziellen Kram, den man euch vorschüsselt. Wir werden euch in unseren Lesungen erzählen, was das wirklich heißt, was die wirklich verborgene Bedeutung ist. Nicht das, was man überall lesen kann oder sowas, was sie einen Glauben machen wollen, sondern das, was es wirklich ist. Und dann geht man halt sehr tief in die Untersuchung rein, und so tief, wie wir hier in Peter Gabriel reingegangen sind, allein schon mit den Verbindungen zum Königshaus, da er ja der Schwiegersohn des ehemaligen Privatsekretärs der Königin war, und wie da dann die Verwicklungen sind. Ich meine, wenn man da jetzt anfängt zu graben, ja, Jungs, dann wird Peter Gabriel allein eine Serie von 1000 Sendungen, das kann man nicht machen, aber man kann sich das alles zusammenreimen. Und wisst ihr, wie man das kann? Man muss seine Bibel lesen. Da steht nämlich alles schon drin. Nicht so im Detail. Nein, natürlich nicht. Warum auch? Das ist doch nicht nötig. Wenn ich die große Überschrift kenne, dann muss ich oftmals den Artikel nicht mehr lesen, ne? Wenn ich in der Bibel lese, in Offenbarung 17, Vers 2, die Könige dieser Welt haben Unzucht getrieben mit der Hure aus Babylon und die Bevölkerung dieser Welt ist trunken geworden von dem Wein ihrer Unzucht, dann muss ich nicht jedes kleine Detail lesen. Das überlasse ich den Tratschblättern. Das überlasse ich den Leuten, die Neue und Bild der Frau und was wir nicht alles lesen. Ja? Hier gehen wir auch nur oberflächlich rein. Für manche sehr tief, das gebe ich zu. Für 21 Sendungen verdammt tief, das gebe ich auch zu. Aber trotzdem ist das immer noch an der Oberfläche kratzen. Und wir geben euch im Grunde nur eine Bestätigung dessen, was ihr alles wissen könnt, wenn ihr eure Bibel lest. Nein, das Video ist noch nicht vorbei. Ich sage jetzt nicht, lest eure Bibel Maranatha. Soweit bin ich noch nicht. Ich möchte jetzt den Michael wieder ans Wort lassen. Ich wollte nur mal eben sagen, wir messen immer alles an der Bibel. Wir sind glücklich darüber, dass Michael uns hier eine Möglichkeit gibt, so tief in diese Dinge reinzuschauen. Aber wir sollten nie vergessen, dass, wie tief das hier auch immer geht, dass wir nur an der Oberfläche kratzen und nur die Bibel sagt uns, wie es wirklich zugeht. Nicht so detailliert, das ist auch nicht nötig. Ich meine, wenn ich an einem Haufen rieche und ich merke, dass er stinkt, dann muss ich meine Nase nicht ganz dicht dran halten, um zu sehen, dass er vielleicht noch ein bisschen mehr stinkt. Er stinkt, das ändert sich nicht, wie weit ich da auch dran gehe. Das ist der Punkt. So, Michael, jetzt bist du dran. Ja, nochmal ganz kurz auf das, was du gesagt hast. Es ist tatsächlich so, dass die Bedeutung von KISS mir vorher nicht klar war, bevor ich die Untersuchung gemacht habe. Es ist ja nicht so, als wenn ich jetzt alles wüsste, sondern ich kriege ja das auch alles nur vom Heiligen Geist und letzten Endes, weil ich mich da wirklich reinknie und weil ich da wirklich die Wahrheit liebe.
Deswegen war mir von vornherein klar, nee, so eine Abkürzung hier, die dann irgendwo mal in einem Buch steht ohne Quellenangabe, die ist völlig dubios und die interessiert mich dann insofern auch nicht, weil sie einfach nicht, die Quelle nicht belastbar ist. Das heißt, man muss irgendetwas haben, was es ja letzten Endes satanisch macht, und Knights in Satan's Service hätte man dann auch ausschreiben können. Das macht ja keinen Sinn, das jetzt irgendwo abzukürzen, seit dem Motto, haha, wir sind so schlau. Aber darauf will ich gar nicht hinaus. Ich will darauf hinaus, ich behandle hier nicht meine Lieblingsgruppen. So Gruppen wie Earth, Wind and Fire und Queen zum Beispiel gehören überhaupt nicht zu meinen Gruppen oder meinen Lieblingsgruppen. Ich mache das deswegen, weil da Potenzial ist, weil viele diese Musik als völlig harmlos betiteln. Und deswegen habe ich auch eben auf einen Kommentar geantwortet, der sagte, warum macht er denn nicht mal aktuelle Geschichten? Aus zwei Gründen. Erstens, es gibt genug Leute, die das machen. Zweitens, es ist doch so, dass wir letzten Endes erstmal quasi die Eltern und Großeltern aufklären müssen oder mal darauf stoßen müssen, dass eben früher nicht alles besser gewesen ist, sondern dass eben diejenigen, die heute in der Verantwortung stehen, ihr Wissen den Kindern weiterzugeben, erstmal entsprechend im Sinne der Bibel aufgeklärt sind. Das heißt, die Bibel kennen und natürlich auch sehen, dass das, was in der Bibel drinsteht, sich hier in der Welt, speziell heute hier am Beispiel der satanischen Musikagenda, überhaupt dann auch manifestiert. Das heißt, die Beweise, dass die Prophetien der Bibel korrekt sind und die Aussagen in der Bibel sich schon erfüllt haben, sehen wir hier beispielsweise auch anhand dieser ganzen Serie. Das sehen wir anhand der Marienverehrung, das sehen wir anhand der Evolutionsserie und das sehen wir natürlich auch anhand eben dieser Musikagenda. Und Peter Gabriel habe ich mir jetzt eben rausgepickt, weil wir in diesen 21 oder wahrscheinlich 24, 25 Folgen um die 25 Künstler gleichzeitig hier inkludieren. Und deswegen ist diese Lesung eigentlich gar nicht so lang, wenn man das mal berücksichtigt, dass man hier eben einmal so ein Mammutprojekt macht, und ich mache das auch nicht ein zweites Mal, habe ich zumindest derzeit nicht vor, damit man mal sieht, dass die alle irgendwo zusammenhängen. Und der hat wieder mit dem Gitarristen von Bob Dylan zu tun und der kennt wieder den und der Produzent hat wieder mit U2 zu tun und der macht den und alles dieselbe Soße, anders verpackt für einen anderen Bereich, für eine andere Hörerschaft, für eine andere Altersgruppe, aber es ist immer dasselbe Thema. Und deswegen kommen wir sicherlich auch bald zu den absoluten Abschluss dieser Reihe und danach geht es dann lockerflockig weiter mit anderen Interpreten, mit natürlich identischen Themen. Aber das Wichtige ist, dass jeder halt auch einmal drauf stößt und auch einfach die Leute, die sich ja angesprochen fühlen von den Themen hier und von den Interpreten hier, die vielleicht jahrelang Fans gewesen sind von Queen, von Peter Gabriel, von Kiss, von wem auch immer. So, lange Rede, kurzer Sinn, Folge 80. Heißt, die 21. Folge von Peter Gabriel. 20 Stunden haben wir schon ihm gewidmet sozusagen, aber nicht ihm, sondern dem Heiligen Geist, beziehungsweise den Menschen, die halt da draußen die Wahrheit wissen wollen. Und da versuchen wir jetzt mal weiterzugehen. Ich kann natürlich nicht extrem in die Tiefe gehen, aus dem ganz einfachen Grund, ich habe weder Geld noch Zeit, jetzt eben mal zu Peter Gabriel zu fliegen oder seine Nachbarn zu interviewen. Ich möchte ja nicht wissen, was dann alles rauskommt, was die da alles zu erzählen hätten. Also das ist alles, was jetzt hier ist, ist immer nur noch Internetrecherche. Das heißt, es ist alles hier draußen vom Bürostuhl aus, was eigentlich jeder andere auch machen kann. Das ist natürlich auch eine Ermutigung an diejenigen da draußen, die sagen, Mensch, also wenn das schon so heftig bei Peter Gabriel ist, wie soll das dann nur werden, wenn mein Lieblingsmusiker, wenn ich da mal mir beispielsweise die Songtexte angucke oder mal gucke, was der so für einen Lebensweg gehabt hat. Und das ist das, womit wir euch eigentlich in dieser Serie zu ermutigen wollen, anhand der Bibel, anhand der Wahrheit Jesus Christus eben mal diese ganzen Sachen in eurem persönlichen Beispiel da auch mal zu recherchieren. Und dazu soll eben diese Sendereihe sozusagen hier ein Antrieb und eine Motivation sein. Ihr seht da jetzt ein Bild von Peter Gabriel. Also nicht von Peter Gabriel, sondern ihr seht da ein Bild aus dem Album, wo dieses Lied Steam kommt. Steam heißt Rauch. Dieses Video, was darauf basiert, was wir denn nicht zeigen können, aufgrund von Copyright natürlich, heißt Qualm. Ne? Steam heißt Qualm, Rauch. So, Dampf. Aber dieses, ja. Deswegen ist es ein Steam-Cooker, also ein Dampfkocher. Dünster. Ja. Ne? Ja. Aber ja, man kann es natürlich auch mit Rauch assoziieren. Ja, ja, also Rauch oder Dampf, ne? So wie eine Dampflok. Also die kommt auch später noch in dem Video hier vor. Ich habe also jetzt hier eigene Videoframes hier reinkopiert gleich. Steam mir Machine, geht. Genau, so hieß das nämlich früher, ein Dampflok im Englischen. Steam Machine. Ja. Und dieses Video ist jetzt schon 6,5 Millionen Mal ungefähr angeguckt worden bei YouTube. Also wir sind nicht die Einzigen, die sich dafür interessieren. Und wenn man sich das dann mal wieder anguckt, dieses Video hier, ja, da sehen wir direkt schon auf der ersten Seite, oh, guck mal da, Ägypten. Also wenn ich mir dieses Ding, was da jetzt aufgeklappt ist, zusammenklappe, dann habe ich schon wieder eine Pyramide, so ungefähr. Ja?
Ja, also es ist immer dieselbe Geschichte und wir haben auch dieselbe Symbolik da drauf. Wir haben Feuer, wir haben Schlange, wir haben Echsen, wir haben alles Mögliche und ja, keine Ahnung, alles das, was ich jetzt noch nicht so sehe, aber es ist auf jeden Fall, das, was da drauf ist, ist schon mal wieder nicht positiv. Es ist ja nicht irgendetwas Freundliches oder zwei Menschen, die sich lieb haben, außer unten rechts, was ich nicht weiß, was es ist. Ich sehe wieder keine Pferde, keine grüne Wiese. Ich sehe wieder nur Andeutungen von Sachen. Ne? So. Und das ist die Zeichnung, die er in seinem Inlet in der CD hat für dieses Video Steam. Und da seht ihr unten auf diesem, also vor diesen Dreiecken stehen, wo er dann drauf schreiend drauf abgebildet ist und links unten natürlich dann auch noch ein Schachbrettmuster. Da könnt ihr euch ja was zu denken. Da könnt ihr auch mal recherchieren, was es denn bedeuten könnte. Oder die Truhe, glaube ich, was da unten rechts steht. Also keine Ahnung, oder ein Haus. Also ihr könnt ja selber recherchieren, wenn ihr das jetzt da mehr eruieren wollt. Sonst sind wir ja hier, wären wir ja nie fertig. Aber viele der Sachen, die er da zeigt, kommen auch in dem Video vor. Aber das Thema ist, wieso steht denn da eine Leiter? Ja, und vor allen Dingen, warum ist die Leiter denn nach oben hin so rot? Rot steht doch normalerweise für Sünde, Blut oder für Hitze. Ja, Steam. Ja, Qualm entsteht doch dann oder Rauch, ne, entsteht doch erstmal dann, wenn man irgendetwas verbrennt, richtig? Deswegen hat er ja auch so ein hier, uns ein großes Lagerfeuer, so ein großes Feuer da gemacht in der Mitte. So, da steht also die Leiter, die ist schon ziemlich erhitzt, also eine sehr heißblütige Leiter sozusagen. Wenn man, je weiter man da höher raufsteigt, desto heißer wird es, bevor man sich dann irgendwo verbrennt. Da sind wir dann schon wieder sozusagen bei der Daedalus, glaube ich, heißt er, und Icarus, Mythik, wo jemand zu nah an der Sonne gewesen ist mit seinen Wachsflügeln und dann hat er da verbrannt, ist er auf die Erde gestürzt. Ne? Also, eine Leiter steht da. Warum steht da eine Leiter? Ich könnte jetzt auch sagen, aber das ist ein Internet-Joke. Gut, das lassen wir jetzt. Da steht eine Leiter. Da war doch was. Das Symbol Leiter hatten wir doch schon mal besprochen in Folge 66. Gucke mal da. Déjà-vu. Da ist auch eine Leiter. Ja? Da ist eine Leiter auf einer leeren Bühne und auf dem zweiten Bild ist eine Leiter, wo der Peter Gabriel draufsteht. Und ich habe nochmal nachgeguckt, extra nochmal nachgeguckt. Ich habe unten links den Timecode da stehen von dem Video. Ich habe nochmal nachgeguckt, der steht tatsächlich auf der vierten Stufe. Und in England, da wo Peter Gabriel herkommt, also dieses Video ist in Deutschland aufgenommen worden, Deutscher Rockpalast. Dieses Video und der Mann selber ist Engländer, kommt also aus dem Vereinigten Königreich. Da ist die vierte Stufe, der vierte Level. Wäre er jetzt, was natürlich für unser Beispiel schöner gewesen wäre, wäre er jetzt Amerikaner gewesen, wäre das der Fifth Level, der fünfte Level. Ne? Nur mal so, also ich recherchiere das schon, was ich da sage, aber wie gesagt, er ist immer noch bei der vierten Stufe. Das diskutieren wir jetzt nicht weg. Vielleicht hat er sich auch verzählt, aber das wäre ja dann auch zu schön, um wahr zu sein. Aber nochmal, er macht dann da ein blasphemisches Lied sozusagen. Hier, The Lamb Lies Down on Broadway. Also das Lamm liegt da unten auf dem breiten Weg sozusagen. Broadway musste eigentlich mit A geschrieben werden. Broadway habe ich dann auch verpennt. Aber solche Sachen passieren dann halt irgendwann mal. Okay. Aber das ist eben die Geschichte damals, dass ich sage, er hat dann eine luziferische Andeutung gemacht und hat da eben beispielsweise so diese Leiter als Verbindung zur höheren Ebene gesehen, nach dem Motto, da oben ist mein Meister und hier unten bin ich als Lehrling und ich steige ja gerne da hoch, weil ich möchte irgendwann mal, dahinter ist ja auch noch ein Scheinwerfer zu sehen, ich möchte irgendwann mal ins Licht. Ja, gut, also so viel dazu zu dieser Geschichte. Er hat also bei diesem Album Folgendes gemacht, er hat gesagt, oh, ich suche mir damals schon tolle künstlerische Objekte aus von Fans oder von Leuten und so weiter und dann stelle ich mal für jedes Lied ein Symbol rein. Das ist natürlich ganz toll für uns, die wir Symbole jetzt hier deuten, da können wir nämlich einiges draus erkennen. Aber wir machen jetzt mal ganz locker und flockig weiter, genau mit dem Lied beziehungsweise mit dem Video Steam, weil dieses Video Steam nämlich ganz bedeutsam ist und das hat den folgenden Grund. Das Lied selber ist gar nicht jetzt so bedeutsam, also kein Riesenhit gewesen, in dem Sinne nicht in den heutigen Maßstäben überhaupt. Ist Nummer 10 gewesen in den Vereinigten Königreich 1993. Also ihr seht, wir kommen immerhin schon in die 90er Jahre jetzt hier. Aber es hat mal wieder einen Preis gewonnen, und zwar den Grammy Award für das beste Musikvideo 1994, also schon mal wieder. Ja, und das beste MTV-Video für Effekte. Ja, und jetzt kommt das erste Bild. Da steigt der Mann aus einer riesenlangen Stretch-Limo aus. Und die Frau war gekleidet in Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen.
Und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll von Gräueln, von der Unreinheit ihrer Unzucht. Ja, ich weiß, dass das ein Mann ist, aber schaut euch mal die Schuhe an. Gender Agenda, ne, Michael? Ja, genau. Ne? Und deswegen fand ich halt einfach dieses passend aus verschiedenen Gründen. Den zweiten Grund, den habt ihr in einer Minute ungefähr. Da kriegt er den zweiten Grund noch. Aber wie gesagt, steigt jetzt hier aus, ganz großspurig, wie man sieht. Der ist also riesengroß, wo er da aussteigt und macht sich da noch größer sozusagen. Also er ist so ein Riese. Und im Hintergrund tanzen sogar die Skyline da in seinem Takt und so weiter. Und im nächsten Bild, guck mal da. Ja, da macht er eine Handbewegung. Jetzt nicht so schnell, bitte, Herr Jogler. Du sagst im nächsten Bild, also ging ich runter. Ja, ich war doch erst beim ersten. Ja, so, also genau. Guck mal, da. Da macht er eine Handbewegung und der Bürgersteig teilt sich. Jetzt könnt ihr uns ja vorstellen, warum ich dieses Video unbedingt mithaben wollte, als bibeltreue Christen. Ja? Erst Moses, das Meer teilt sich. Ja, Mose hatte nicht so eine hohen Schuhe an. Ne? Nee, und außerdem hat er nicht den Broadway freigelegt. Genau. The Yellow Brick Road, wie man das im Englischen nennt, ne? Ja, das sieht sogar nach Gold aus, ne? Also wenn ihr jetzt eben noch einen goldenen Becher und so weiter, also Gold als Reminiszenz für Reichtum und Großkotzigkeit sozusagen, ja, also auch als Metall, was für Gottesdienst natürlich auch verwendet wird, ne? Ja, und wir wissen ja, dass also die Künstler natürlich jetzt auch quasi dann halt die Propheten Satans sind in seinem Namen, in seinem Auftrag und sein Sprachrohr sind. Ne? Und deswegen die Teilung, die er da macht, die seht ihr dann im nächsten Bild. Da sieht man es vielleicht ein bisschen deutlicher. Das ist nur eine Millisekunde später sozusagen, ja. Und da sieht man, dass es ein bisschen breiter ist unten. Ja? Es ist wirklich schwer zu timen. Ich muss da dauernd mit Slow Motion, also mit Zeitlupe und alles arbeiten. Und da seht ihr links und rechts von ihm, ganz hinten, wenn ihr da guckt, wo er dann da steht, da seht ihr so zwei Menschen, die da zu seinen Füßen knien, niederknien. So quasi, so wenn man so will, in so einer Gebetshaltung wie Mohammedaner. Sieht man, ne? So, und das ist eben die Geschichte. Also da kommt jemand, der große Star ist, der große King ist und der quasi von den Menschen angebetet wird und der dann quasi so das Meer teilt und dann sagt, pass mal auf, ne, also hier schreite ich jetzt durch, das ist jetzt hier mein Bereich, ich bin gottähnlich. Ne? Man betet mich an und man bereitet mir den Weg und ich kann mir den Weg bahnen und ich bin derjenige, der halt nicht das Meer, aber immerhin den Bürgersteig teilt sozusagen. Also auf jeden Fall natürlich eine völlig blasphemische Andeutung, hier, ne? Ganz klar. So, in der nächsten Perspektive sehen wir das jetzt aus seiner Sicht. Jetzt ahne ich schon die einige, warum ich eben gesagt habe, in einer Minute. Das ist die Minute auch eigentlich schon fast rum. Da sehen wir das eben aus seiner Sicht. Er guckt da in einen Nebel rein. Ja, da hinten kommt also irgendetwas Undurchsichtiges, irgendetwas Helles, Undurchsichtiges. Was könnte das für eine Reminiszenz sein? Und es wird ihm der sogenannte rote Teppich ausgelegt, ja, von dem die Leute ja denken, oh, das ist man ein Star, wenn man da drüber läuft. Ja. Eigentlich ist man dann ein Depp, wenn man da drüber läuft. Aber das ist eben den Menschen dieser Welt meistens nicht klar zu machen. Und deswegen kommt jetzt der nächste Vers, der derselbe ist. Und die Frau war gekleidet in Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen. Und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll von Gräueln und der Unreinheit ihrer Unzucht. Ja, und diese Farben sind eben da jetzt hier bezeichnend, weil so ähnlich wie Scharlach sieht ja nun mal wirklich hier der Teppich aus sozusagen. Und zum Zweiten ist es so, dass genau diese Farbe Purpur beispielsweise ja auch von Peter Gabriel benannt worden ist, in dem Raum, wo er seine dämonischen Erfahrungen gehabt hat, wo eben da seine Frau dann halt fürchterliche Dinge da gehört hat und so weiter und so fort. In dem Haus seiner Schwiegereltern in London in Kensington, also dem eben genau dem besagten Privatsekretär. Wir sehen, Purpur und Scharlach sind durchaus Farben, die halt extrem negativ konnotiert sind, vor allem im religiösen Bereich. Und die Frage ist jetzt, was ist denn damals da abgelaufen? Keiner weiß natürlich etwas, aber die biblische Reminiszenz ist meiner Meinung nach hier überdeutlich. Ja, überdeutlich. Also die Farben, die er trägt, dann der rote Teppich, der ihm ausgebreitet wird, dann hinten dieses Unbekannte, wo er dann durchschreitet, da werden wir dann gleich zu kommen. Da kann man sich ja auch einiges zu denken. Ne? Was diese, ist jetzt nicht John Carpenter, The Fog, Nebel des Grauens, ne? Aber es geht halt in die Richtung. Ja, dann machen wir mal weiter in dem Video hier. Wir sehen, der rote Teppich wird immer weiter ausgerollt und endet dann irgendwo im Unbekannten nichts, wo man dann durchschreiten muss, wo man dann, ja, wo man dann was ist?
gucken wir uns das nächste Bild an. Was sehen wir denn da? Da sehen wir jemanden, der quasi lächelt, der nach oben schaut, der also völlig selbstbewusst ist, der eine goldene Kette um den Hals hat, ne? Und der dann letzten Endes auch so ein goldfarbenes Hemd anhat. Also es kleidet in Gülden. Der einen schwarzen Hut anhat oder zumindest einen dunklen oder purpur. Ich kann es jetzt nicht sehen von hier aus, aber ich würde mal sagen, der ist also ziemlich finster. Und das würde auch dann natürlich auch zu der Intention dieses Videopassens. Dann heißt es natürlich, dass irgendetwas, was auf dem Kopf sitzt, natürlich dann auch die Verbindung nach oben ist. Und wenn da etwas Dunkles drauf sitzt, ist es eben nichts Positives. Ne? Und das kommt dann eben von der dunklen Seite. Der zweite ganz, ganz heftige Hinweis ist das, was ich hier auf dem Standbild eben nicht zeigen kann, ist eben das, dass der Mond da hinten, der volle Mond, der gezeigt wird, ja, Vollmond, da wo der Mond am stärksten ist, wo der Mond am hellsten leuchtet, und Mond ist natürlich eine Analogie der Mondgöttin und Mondauge, linkes Auge, linker Fahrteufel, Satan. Und wenn der jetzt da voll zu sehen ist, hat das eine Bewandtnis. Das heißt, er ist da quasi im Vollmond, im vollsten Besitz seiner Kräfte. Da könnte man jetzt eine ganze Menge Reminiszenzen machen, so mit Mondschein, Moonlight, Moonlight Shadow, ja, White Shadow oder meinetwegen Werwölfe und so weiter. Also alles das, was an Zeremonien dann läuft, läuft dann am liebsten bei Vollmond. So, und warum? Ja, natürlich, weil der Mond jetzt da mit dem Gezeiten zu tun hat, also laut unserer weltlichen Meinung hier, laut dem, was wir lernen, und mit Wasser und Ebbe und Flut, und da halt einfach Wasser das Lebenselixier des Menschen ist, gibt es dann halt im Hexenwesen, gibt es natürlich da eine ganze Menge Reminiszenzen, warum dann da, ich will jetzt nicht in Detail gehen, aber die werden echt teilweise echt, aber ganz wichtig ist hier, dieser Mond dreht sich in diesem Video, was ich hier leider nicht darstellen kann, entgegengesetzt dem Uhrzeigersinn. Das heißt, wir haben zwei Sachen, die hier völlig unnatürlich sind auf dem Video, in diesem Standbild, zu dieser Zeit 37 Sekunden. Das heißt, einmal haben wir einen Mond, der sich überhaupt dreht. Wie kann das sein? Da muss ich mal einen Brief schreiben an Pink Floyd, glaube ich. Die wussten das noch gar nicht. Die haben nämlich geschrieben, es gäbe eine dunkle Seite auf dem Mond. Und dann haben die nachher geschrieben, nee, der ist ganz dunkel. Ja, also da können wir jetzt Pink Floyd schreiben, Edgy Badge, wir haben hier ein Video gefunden von Peter Gabriel. Ja, der hat einen Mond gefunden, der hell ist. Und der dreht sich sogar. Also ich glaube, mit dem Video hat sich Peter Gabriel bei Pink Floyd keine Freunde gemacht. Aber wenn sich etwas entgegen dem Uhrzeigersinn dreht, dann sollte man aufpassen. Wenn sich irgendetwas umgekehrt dreht, dann ist es definitiv eine Anspielung an die dunkle Seite, die ja sowieso komplett dunkel ist. Da hätten sehe ich ja noch nicht mal Sterne. Den einzigen Stern, den ich da sehe, der ist er. Er ist der große Star. Deswegen braucht er natürlich auch keine Sterne im Hintergrund. Und auch die Wolkenkratzer tanzen weiter von links nach rechts im Tanz des Beats, des Rhythmus, wo man mit muss. Also ist das nur ein Standbild, und da kann man jetzt hier bestimmt 5 Minuten drüber reden, über dieses Standbild. Ich finde das so toll, dass dieser Mensch uns das eigentlich so einfach macht. Vielleicht ist auch deswegen dieses Video dann halt ausgezeichnet worden, weil in diesem Video so viele Sachen, so viele Nachrichten, so viele Botschaften an die entsprechenden Leute rausgegeben worden sind. Und von den 6,5 Millionen, die sich das auf YouTube angeguckt haben, ich möchte ja nicht wissen, wie viele sich wirklich da mit solchen Dingen mal beschäftigt haben. 1%? 0,1%, 0,001%, aber es werden ja jetzt mehr. Gehen wir zum nächsten Bild. Ja, ja, da kommt ja erstmal, da kommt ja erstmal einer für mich, ein Text. Ne? Ja, genau, du darfst. Dann nehmen wir mal das passende Bild dazu. Ne? Und der Herr redete zu Mose und sprach: Sage den Kindern Israels, dass sie umkehren und sich vor Pi-Hachiot lagern, zwischen Migdol und dem Meer. Gerade gegenüber von Baal-Sephon sollt ihr euch am Meer lagern. Denn der Pharao wird von den Kindern Israels sagen, sie irren im Land umher, die Wüste hat sie eingeschlossen. Und ich will das Herz des Pharao verstocken, dass er ihnen nachjagt. Und ich will mich am Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht verherrlichen. Und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Und sie machten es so. Als nun dem König von Ägypten gemeldet wurde, dass das Volk geflohen sei, da wandte sich das Herz des Pharao und seiner Knechte gegen das Volk. Und sie sprachen: Was haben wir da getan, dass wir Israel haben ziehen lassen, so dass sie uns nicht mehr dienen? Und er spannte seinen Wagen an und nahm sein Kriegsvolk mit sich. Er nahm auch 600 auserlesene Streitwagen mit und alle übrigen Streitwagen in Ägypten und Wagenkämpfer auf jeden. Und der Herr verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, so dass er den Kindern Israels nachjagte.
obwohl sie durch eine hohe Hand auszogen. So jagten ihnen die Ägypter nach mit allen Rossen, Streitwagen und Reitern des Pharao und mit einer Heeresmacht und erreichten sie, als sie sich am Meer gelagert hatten, bei Pi-Hachirot gegenüber Baal-Sephon. Und als der Pharao nahe zu ihnen kam, erhoben die Kinder Israels ihre Augen und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Da fürchteten sich die Kinder Israels sehr und sie schrien zum Herrn. Und sie sprachen zu Mose, gibt es etwa keine Gräber in Ägypten, dass du uns weggeführt hast, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Haben wir nicht schon in Ägypten dieses Wort gesagt? Lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen. Denn es wäre für uns ja besser, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Mose aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, steht fest und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bereiten wird. Denn diese Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr nicht wiedersehen in Ewigkeit. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. Und der Herr sprach zu Mose, was schreist du zu mir? Sage den Kindern Israels, dass sie aufbrechen sollen. Du aber hebe deinen Stab und strecke deine Hand über das Meer und zerteile es, damit die Kinder Israels mitten durch das Meer auf dem Trockenen gehen können. Ich aber, siehe, ich will das Herz der Ägypter verstocken, dass sie ihnen nachziehen. Dann will ich mich verherrlichen an dem Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht, an seinen Streitwagen und seinen Reitern. Und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich mich am Pharao, an seinen Streitwagen und an seinen Reitern verherrliche. Da erhob sich der Engel Gottes, der vor dem Heer Israel herzog, und trat hinter sie. Und die Wolkensäule vor ihnen machte sich auf und trat hinter sie. So kam sie zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels. Und sie war für die einen Wolke und Finsternis, und für die anderen erleuchtete sie die Nacht, so dass diese und jene die ganze Nacht nicht zusammenkamen. Als nun Mose seine Hand über das Meer ausstreckte, da trieb der Herr das Meer die ganze Nacht durch einen starken Ostwind hinweg, und er machte das Meer zu trockenem Land, und die Wasser teilten sich. Und die Kinder Israels gingen mitten in das Meer hinein auf dem Trockenen, und das Wasser war ihnen wie eine Mauer zu ihrer Rechten und zu ihrer Linken. Die Ägypter aber jagten ihnen nach und zogen hinter ihnen her, alle Rosse des Pharao, seine Streitwagen und seine Reiter, mitten ins Meer. Und es geschah, als die Morgenwache kam, da schaute der Herr aus der Feuersäule und der Rauchwolke auf das Heer der Ägypter und verwirrte das Heer der Ägypter. Und er löste die Räder von ihren Streitwagen und brachte sie ins Gedränge. Da sprachen die Ägypter, lasst uns vor Israel fliehen, denn der Herr kämpft für sie gegen die Ägypter. Da sprach der Herr zu Mose, streck deine Hand aus über das Meer, damit die Wasser wieder zurückfluten über die Ägypter, über ihre Streitwagen und über ihre Reiter. Da streckte Mose seine Hand aus über das Meer, und das Meer kam beim Anbruch des Morgens wieder in seine Strömung, und die Ägypter flohen ihm entgegen. So stürzte der Herr die Ägypter mitten ins Meer, denn die Wasser fluteten zurück und bedeckten die Streitwagen und Reiter der ganzen Macht des Pharao, die ihnen ins Meer nachgefolgt waren, so dass auch nicht einer von ihnen übrig blieb. Aber die Kinder Israels gingen trocken mitten durch das Meer, und das Wasser war ihnen eine Mauer zu ihrer Rechten und zu ihrer Linken. So errettete der Herr Israel an jenem Tag aus der Hand der Ägypter. Und Israel sah die Ägypter tot am Ufer des Meeres. Da sah Israel die mächtige Hand, mit welcher der Herr an den Ägyptern gehandelt hatte. Und das Volk fürchtete den Herrn, denn sie glaubten an den Herrn und an seinen Knecht Mose. Ja, vielen Dank. Das ist hier ein Standbild aus dem bekannten Film Die Zehn Gebote von Cecil B. DeMille aus dem Jahre 1956, steht ja da.
da sieht man halt den Mose, wie er da quasi den Wolken befiehlt sozusagen und da rechts seinen Stab in der Hand hat oder ja, seinen Stab in der Hand hält und hochhält. Was ich an diesem Bild schade finde, ist das Gewand, was er anhat, weil ich bezweifle, dass das ein Originalgewand ist, das Mose getragen hat, wenn ich mir das so angucke, von der Komposition her. Was aber interessant ist an diesem Bild oder überhaupt an dieser Sache ist, dass damals zu unserer Zeit noch solche biblischen Filme, in Anführungsstrichen, solche Filme überhaupt noch gezeigt worden sind im Fernsehen jetzt, ganz regulär, bei, ja, halt heidnischen Festtagen, also so Ostern und sowas, ne? Halt so zu solchen Sachen, Sonntage, Ostern und so weiter, ist ja alles eh heidnisch. Kuvades, ja. Ben-Hur, die Zehn Gebote. Ja. Quo Vadis ist lästerlich, weil Quo Vadis Falschaussagen drin hat. Ne? Ja gut, bei aber das weißt du ja als Kind nicht, wenn du die erstmal nee, guckst. Das aber ist klar. Das sind halt diese Monumentalschinken, die alle zur, ich sag mal, Jesuszeit, zu einer biblischen Zeit spielen. Ja. Und von daher, das ist ja sowas, das gibt es ja heute gar nicht mehr. Heute gibt es solche Filme wie, ich sag mal, Troja oder Gladiator, die aber ganz andere Dinge verherrlichen. Ja. Ich meine, man kann jetzt sagen, was man will und die Filme kommen aus Hollywood, gut, aber schlussendlich wird in diesem Film, wie wir es hier sehen, wird Gott verherrlicht. Nicht immer auf eine korrekte Art und Weise, ja, auch schon weniger Kleidung, alles drum und dran. Aber der initiale Gedanke, wenn ich das als vor allen Dingen als kleineres Kind sehe, das ist von, was muss es nicht einen mächtigen Gott geben? Ja, und das ist genau das, der Punkt, Jörg, das ist genau der Punkt. Das ist auch der Grund, warum ich den jetzt hier mit reinkopiert habe. Ich hatte ihn ursprünglich noch gar nicht drin und nachher fiel mir ein, doch, das musst du da reinmachen, denn viele, die solche Lesungen verfolgen, kennen diese Filme nicht und können sich da unter irgendwelchen Bibelgeschichten, die so trocken klingen, vielleicht gar nichts vorstellen. Und wenn du dann als kleines Kind im Alter von, wie alt mag ich da gewesen sein, als der irgendwann mal geflimmert hat bei Ostern? Vielleicht so 10 oder so, vielleicht 7, vielleicht 10, vielleicht 12, ich weiß es nicht. Ja, zwischen 8 und 12 Jahren waren wir, glaube ich, in der Zeit, ja. Ja, ja, nicht 1956. Also. Nein, in der Zeit, als das über die Kiste geflimmert ist, als wir das gesehen haben, da waren wir zwischen 8 und 12 Jahre alt. Ja, es muss ja da schon Farbfernsehen, also Farbfernsehen war so flächendeckend so in Deutschland so ungefähr ab den 70er Jahren ungefähr, Pi mal Daumen, ne? Die einen ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen früher, also die einen ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen später so rum. Wenn du dir beispielsweise das nächste Bild anschaust, ja, das ist ein Bild, wo ich als kleines Kind dann gesagt habe, boah, ja, hier, The Ten Commandments, einer der größten Monumentalfilme, damals 13 Millionen Dollar, eine unvorstellbare Summe damals, weil der Dollar natürlich für höher stand, einer der teuersten Spielfilme damals gewesen. The Ten Commandments, das ist genau die Szene sozusagen da aus dem Trailer. Den ganzen Film habe ich jetzt nicht gefunden auf YouTube, aber das ist eben genau die Szene da, wo Mose da links steht mit dem Stab und dem Meer befiehlt, dann da links und rechts eine Barriere zu schaffen sozusagen. Ja, und wenn du dieses dann siehst auf dem Farbfernseher, ohne die Überschriften da jetzt, und das Meer teilt sich, ja, da hast du feuchte Augen, wenn du ein gottesfürchtiger Mensch und ein bibeltreuer Christ bist. Und vor allen Dingen, wenn du damals im Kino warst und hast das noch in dem alten Kinoformat gesehen, ne? Das gab es ja damals im Kino auch schon bereits in so einem 16:9 Format, wie wir das heute kennen. Damals hieß das aber anders, CinemaScope oder was weiß ich, welchen Namen das hatte. Ja, genau. Ja, ja, und das ist auch so, damals diese Paramount, wie die alle hießen, und diese ganzen Filme, die hatten auch eine spezielle Farbtemperatur. Die waren unheimlich warm von den Farben. Ja, du siehst ja auch hier diese Ten Commandments, das ist ja schon kein Gelb mehr, das ist ja Gold. Ja, und von der Farbe her. Was vielen Leuten vielleicht auch auffallen wird, das ist jetzt nicht vielleicht wichtig bei den Filmen, wo wir hier über Geschichte von 2000 Jahren davor oder mehr zurückreden, aber viele andere Filme aus zum Beispiel 60er Jahre, wenn man sich das mal anguckt, die Western, die damals gedreht wurden, die wurden oftmals an Originalschauplätzen draußen gedreht. Auch der Himmel, der wurde nicht nachverfärbt. Schaut euch mal den Himmel in solchen Filmen an und vergleicht das mit dem Blau, zwischen Anführungszeichen, des Himmels, den man heute sieht. Ja? Das ist unglaublich, wie sich das verändert hat. Ja. Aber wie gesagt, das sind echte Monumentalfilme, Riesenbrocken, teilweise Filme von 3 Stunden und länger. Aber die sind absolut wert, das zu schauen. Natürlich, als bibelgläubiger Christ muss man hier und da Abstriche machen. Aber es geht um die allgemeine Botschaft. Ich meine, wenn sie sich solche Mühe machen, hier diese Meeresteilung zu zeigen, das ist nun mal nichts Gelogenes. Das ist wirklich biblisch so passiert. Das steht so in der Bibel. Dann kann ich mir das visuell mal ein klein wenig vorstellen. Dann bekomme ich ein ganz klein wenig eine Idee davon, wie klein ich bin und wie groß doch unser Herrgott ist. Und dann kommen mir einfach nur die Tränen, weißt du? Ja. Und deswegen steht das Bild auch hier so drin.
Das ist genau der Grund, weil man irgendwann auch mal den Mund halten muss und einfach nur gucken muss und einfach nur sagen muss, ich bin halt einfach nur ein kleiner, dummer Mensch. Okay, so, am nächsten Bild beispielsweise, das ist ein sehr, sehr bekannter Schauspieler, der heißt Yul Brynner. Und da sehen wir beispielsweise hier die Maske sozusagen, wenn wir so wollen, die er da trägt, also ein Gewand, der, also ein angebliches Gewand der Pharaonen damals, also da oben so etwas rot, eine rote Kopfbedeckung, die natürlich dann, na, nichts Gutes verheißt und vor allen Dingen dann noch so ein Stirnreif sozusagen, wo dann irgendetwas ist, was ich jetzt aus dem Weiten nicht sehen kann. Ich vermute aber, dass es irgendetwas Schlangenähnliches, weil sich da auch seinen Kopf nach hinten etwas fortschlängelt sozusagen. Deswegen vermute ich mal, das ist ein Schlangenkopf oder sogar zwei. Das sind, also so wie ich das sehe, ist das rechts und links einer. Das sind zwei Schlangen, die sich da begegnen, ja. Ja. Und die sind natürlich auch genau über seiner Stirn, also Richtung, das habe ich unten drunter geschrieben, Pinealgland, Zirbeldrüse, drittes Auge. Ich habe das da drauf geschrieben, weil ich mir dieses Pinealgland nie merken konnte. Und ich Pineal. Muss das sehen. Ja, Pineal, ja. Ich muss das echt irgendwann mal reinkriegen. Ich habe das schon so auf. Jedes Mal stocke ich da, wie hieß das Ding denn jetzt noch? Und deswegen steht es da jetzt, damit ich daran denke. Das ist wie mit Anarchie und Anomie. Na, das passiert mir nicht, weil der Aufwärm mit Anomie immer noch hier am Monitor hängt. Ja, ja, aber ich meine, das passiert jetzt nicht mehr. Ne? Aber damals naja. Auch, ne? Ja. Das ist echt, wenn man das. Wenn man eine Sache so seit 20, 30, 40 Jahren macht, dann, es ist furchtbar, die rauszukriegen. Also deswegen tun einem ja auch die Katholiken dann so leid. Und du siehst hier aus seiner Brust, siehst ja auch den Adler zum Beispiel, ne? Und du siehst jetzt auch an seinem Gewand blau, ne? Priestergewand sozusagen schon fast hier. Und du siehst dann auch so die Schwingen, das könnten die Schwingen von einem Phönix sein. Also dieses Gewand sieht schon ganz gut passend aus für ihn, finde ich. Naja, der Yul Brynner war immer schön gekleidet in den Filmen, ja. Yul Brynner war sowieso, ich habe jetzt nicht die Biografie von ihm gelesen, aber er hat wohl irgendwas Russisches in sich, glaube ich, wenn ich richtig im Kopf habe. Und er hat auch mitgespielt bei Die glorreichen Sieben, so einen ganz bekannten Western mit Horst Buchholz, Steve McQueen, Riesenschinken auch. Also das war damals ein absoluter Star. Das heißt, alleine schon die Besetzung mit Yul Brynner als Pharao zeigt eigentlich an, was für ein kolossal teures Projekt das gewesen ist damals. Yul Brynner ist ein absoluter, ich glaube, der hat sogar noch was anderes gemacht, was Russisches, wie sind die Brüder Kosmatow oder sowas. So, jetzt kommen wir zurück zu dem Video und das ist die Perspektive von Peter Gabriel runter auf die Leute, die da im Eingangsbereich des roten Teppichs, also vor dem roten Teppich, dann auf ihn sozusagen warten und ihm so bildlich gesprochen die Füße küssen, ja. Und ihn da verherrlichen, anbeten und was weiß ich. Man kann ja alles Mögliche drunter verstehen. Und links unten ist da sogar noch ein Revolver. Also Revolver, Revolte, Revolution. Und ich bin jetzt ja nicht im Bilde. Die sind natürlich auch noch grau gekleidet. Das ist auch überhaupt nichts Positives. Nicht, dass man jetzt an Momo denkt. Ich glaube, die Zeitdiebe waren da auch grau. Bin jetzt nicht so Michael Ende übertriebener Fan. Aber ich glaube, das habe ich noch im Kopf. Aber die beten ihn ja nieder, egal ob das jetzt Bodyguards sind und deswegen vielleicht die Pistole da liegt oder ob das jetzt Attentäter sind, egal was es jetzt ist, definitiv ist das Problem, dass hier jetzt ein Mensch in einer unterwürfigen Position gezeigt wird, die ja letzten Endes jetzt einem Menschen nicht würdig ist, denn so betet man nur einen Gott an auf den Knien und keinen Menschen. Hatten wir ja schon mal in der Folge gehabt, wo man sich niederknien müsste, um dann von der Queen geadelt zu werden. Deswegen können wir uns gerne mal das nächste Bild angucken. Das wird nämlich noch heftiger. Ja, es ist jetzt nicht die beste Tricktechnik im Jahre 1993. Das könnte man heute sicherlich noch viel besser digitalisieren. Aber da tritt er einmal links und einmal rechts und dann tritt er den Leuten mitten ins Gesicht und die Leute fliegen dann aus dem Bild. Das ist in einem offiziellen Video des Jahres, wo jemand mit Schuhen, mit Füßen andere Menschen tritt. Muss man sich bitte mal vorstellen. Wenn ihr mir das nicht glaubt, guckt euch das Video an. Ich kann es nicht zeigen, sonst kriegen wir Copyright-Probleme. Ist ja auch interessant, dass der Peter Gabriel hier in Farbe gezeigt wird. Man sieht jetzt zwar nur ein Stück von seinem Bein, von seiner Hose. Und der Rest ist in Schwarz-Weiß. Oder Grau, in Grau gehalten. Ja, in seiner Schuhe ist es, an seinen Schuhen sieht man eine Trinität. Ja, ja. Oder und, das allsehende Auge mal drei. Ja, oder Freimaurer, Schwarz-Weiß, egal wie. Du siehst auf jeden Fall die Hierarchie und sowas in einem Video zu zeigen, wo jemand
andere Menschen, die auf dem Boden liegen, die auf den Knien sitzen, die sich schon unterwürfig zeigen, nach dem Motto, tu mir nichts, denen dann auch noch quasi, zu verletzen, weh zu tun, unter Umständen zu töten. Ja, gucken wir uns das nächste Bild an. Ich finde das Video echt der Hammer. Ja? So, was steht denn da? Das habe ich mal rausgesucht für euch. Aus Anton Chanor LaVey, dem Gründer der Kirche Satans, Church of Satan in den Vereinigten Staaten. Ja, aus der satanischen Bibel, das siebte satanische Grundsatz. Ja, alleine schon Bibel das zu nennen, also gut. Aber wie gesagt, der siebte satanische Grundsatz. Ihr könnt euch ja vorstellen, dass jetzt nichts Lustiges kommt. Also, Satan repräsentiert den Menschen als nur ein weiteres Tier, manchmal besser, meistens schlechter als diejenigen, die auf allen Vieren gehen, der aufgrund seiner göttlichen, spirituellen und intellektuellen Entwicklung das bösartigste Tier von allen geworden ist. Das ist doch interessant, nicht? Da sollte man jetzt auch mal die biblische Referenz nehmen, ne? Mhm. In der Bibel wird ein Mensch einem Tier gleichgesetzt, wenn der Mensch seinen Verstand nicht an der Bibel misst, nicht am Wort Gottes misst, sondern wenn ein Mensch ungöttlich lebt, dann wird er zum Tier herabgesetzt. Ja, ein bisschen anders als das, was hier drin steht, ne? Ja, natürlich, aber das ist das im Endeffekt, was meiner Meinung nach am besten zu diesem Foto aus dem Video von Peter Gabriel passt. Ja, ja, das wollte ich gar nicht sagen. Ich wollte nur sagen, wir haben diesen siebten satanischen Grundsatz, wo er sagt, Satan repräsentiert den Menschen nur als ein weiteres Tier, manchmal besser, meistens schlechter als diejenigen, die auf allen Vieren gehen, der aufgrund seiner, und jetzt kommt, göttlichen, spirituellen und intellektuellen Entwicklung das bösartigste Tier von allen geworden ist. Also hier wird die eigentlich ja positive Entwicklung, ne, göttlich, spirituell, und intellektuell, was positiv ist, wird hier verdreht in bösartig zu sein. Wobei in der Bibel ein Mensch mit einem Tier gleichgestellt wird, wenn er eben den göttlichen, spirituellen und intellektuellen Entwicklung, wenn er das über Bord wirft. Ja? Das beste Beispiel, auf das ich jetzt gerade eben komme, ist Nebukadnezar im Buch von Daniel, Kapitel 4 ist es, glaube ich, nicht? Wo der Nebukadnezar zum Tier wird, 7 Jahre lang Gras essen muss, seine Nägel und seine Haare wachsen und sowas, und er eben zum Tier gemacht wird, womit deutlich gemacht wird von, ey, Jung, du hast keinen Verstand. Deswegen bist du ein Tier. Und hier ist genau umgekehrt. Hier hat er den Verstand und wird deswegen das bösartige Tier geworden. Diese Verdrehung, Michael, das ist das, was ich meine hierbei. Ja. Ja, das ist perfekt. Das ist ja der Grund, warum wir die Lesungen zusammen machen. Ne? Muss ja einen Grund geben, ja. Ja, gut. Aber du siehst, warum ich Peter Gabriel genommen habe. Da unten seht ihr beispielsweise auch eine Spritze liegen. Das steht für Drogen dann wahrscheinlich. Kann alles Mögliche auch sein. Aber ihr seht da, er holt aus und tritt den auch wieder weg. Ja. Und dann muss man dazu die Referenz aus dem Songtext wissen, die da unten drunter steht. So, und das ist der Grund, warum ich den siebten satanischen Grundsatz da genommen habe. Ja, weil er die Menschen, die zu seinen Füßen liegen, von seiner Position aus, von seiner quasi, wenn wir so wollen, ja, ich übertreibe es jetzt mal ein bisschen, ja, aus seiner satanischen Anbetungsposition heraus als Hunde sieht. Er steigt aus dem Auto aus, ein riesengroßer Limo ist das, ja, der Mond dreht sich, alle Augen sind auf ihn gerichtet, er teilt den Bürgersteig, ja, er hat göttliche Vollmacht sozusagen, ja, so etwas zu tun, die ist ihm verliehen worden, ja, von wem denn? Von demjenigen, der als Vollmond da bezeichnet ist, also natürlich der dunklen Seite, sprich Satan. Und Satan bezeichnet dann quasi in den Grundsätzen, die satanische Kirche bezeichnet dann Menschen als Tiere, ja. Warum macht sie das? Sie degradiert natürlich den Menschen dann auch, aus dem ganz einfachen Grunde, weil die Leute, die Satanisten sind, natürlich keine Moral und keine Ethik mehr haben. Also die haben eine eigene, aber eben aus dem biblischen Maßstab hinweg gesehen, haben sie eben dann keine biblische mehr, sondern sie haben nämlich genau eine antibiblische. Und deswegen sieht er natürlich aus der Perspektive aus die anderen dann halt einfach nur als unnütze Mitesser an, sozusagen. Oder? Ein Mensch ohne göttliche Moral ist einfach nur ein Biest. Ja, eben. Oder eine Bestie. So ist es. Deswegen kannst du dir jetzt vorstellen, warum dieses Video für mich halt einfach hier reingehörte. Natürlich kann ich mir das vorstellen. Ja. Ja. Okay, machen wir mal weiter. Also das ist jetzt nur, damit ihr wirklich seht, ich erzähle da nichts von Pferd. Ihr könnt euch das Video selber runterladen oder anschauen. Ne? What are these dogs sniffing at my feet? Ne? Was schnüffeln diese Hunde an meinen Füßen runter? Ja, die suchen, die wollen irgendetwas, die wollen etwas aufnehmen und so weiter. Die wollen
Witze mit haben. Wir hatten auch schon mal ein Lied von ihm, das heißt The Rhythm of the Heat. Ne? Ja, wer ist denn dann the Heat? Wer ist denn dann die Hitze? Naja, derjenige, der halt sich auf den Feuersee freut. Ne? Ja, und da seht ihr also, wie es in dem Video, das ist natürlich jetzt nicht, jetzt ist natürlich das alles so zeichnerisch, künstlerisch gemacht, aber ich denke, die Message, die Nachricht, die dahinter steht, die Botschaft ist ja wohl klar. Ich finde das unglaublich, dieses Video. Da zeigt er nämlich genau das, was ich eben meinte. Ja, da kommt er, wenn ihr so wollt, durch ein Fenster, durch ein Portal, durch eine andere Dimension. Da ist er halt einfach in einer anderen Welt. Und da ist er dann quasi in seinem Paradies. Da seht ihr ja, die rechte Bein von ihm ist noch in der Welt hier, in der materiellen Welt, wo ihm der rote Teppich ausgerollt wird mit dem linken Bein und den Armen da oder den Händen zumindest, ist er dann schon im Paradies, ist er dann schon nackt, da hat er dann schon nichts mehr an. Ja, was ist doch eine verhohene Piepelung sondergleichen. Es ist doch alles an der biblischen Referenz hier orientiert. Machen wir mal weiter. Ohne die Bibel, die Wahrheit ist, haben sie auch keine Lüge zu erzählen. Naja, klar, klar, ne? Ja, und da wird er dann hier, da hat er dann Feuer, also da wird er dann richtig feurig. Also es geht ja da um die Hitze, um den Steam, ne, der aus ihm dann herauskommt. Und ach ja, da ist er dann auch dann dunkel gezeichnet, warum wohl? Also wie gesagt, das ist ja, sieht ja nun wirklich aus wie ein Märchen irgendwo, ne? Oder wie im Garten Eden oder was auch immer. Alles andere, was da jetzt ist, ist letzten Endes jetzt, da habe ich mich an einen Terminator irgendwo erinnert gefühlt. Also da ist jetzt nur noch der Kopf drin, da geht sich also anscheinend um irgendetwas Geistiges, Mentales da, weil der ganze andere restliche Körper nicht mehr da ist. Und er wird ja auch beschienen einseitig, ja, von irgendetwas Heißem. Also da muss ja wohl auch anscheinend ein Feuer sein, rechts von ihm. Also ich denke, man muss da nichts erklären zu dem Bild. Ja, auch alleine schon der Hintergrund da, wo es halt so rauchig ist. So, und in der nächsten Geschichte, da steht er dann als quasi Bodybuilder mit seiner da leiht er quasi sein Gesicht einer Bodybuilder-Figur und steht dann da auf so einem Podest. Ja. Und lässt sich da von den Frauen anhimmeln. Und hat eine Fliege um den Hals. Und man darf die Fliege nicht unterschätzen. Ja. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Ja, wobei es damals aus dem Kontext war mit der Sitzordnung, glaube ich, ne? Mhm. Das 1814, ne? Ja. Wenn du mir einen steinernen Altar machen willst, sollst du ihn nicht aus behauenen Steinen bauen. Denn wenn du deinen Meißel darüber schwingen würdest, so würdest du ihn entweihen. Du sollst auch nicht auf Stufen zu meinem Altar hinaufsteigen, damit deine Blöße nicht aufgedeckt wird vor ihm. Ja. Wer ist denn jemals schon mal in einer römisch-katholischen Kirche gewesen und musste nicht, um den Altar zu erreichen, auf Stufen hinaufgehen, nicht wahr? Mhm. Ja, und alles andere ist natürlich jetzt hier lustig gemacht und künstlerisch und so, aber guck mal, er wird jetzt hier verewigt sozusagen auf dem Bild, ne? Er wird da jetzt gezeichnet, er ist derjenige, der den Maßstab setzt, er ist derjenige, der, ja, der ein Objekt ist, ne? Der Kunstobjekt ist und kannst du mal sehen, ne? Jeder himmelt ihn an und er ist der Star. Und zu dem Zeitpunkt war der auch wirklich eine ganz, ganz große Nummer. Ne? Ich meine, wie gesagt, Video des Jahres gewesen. Ne? Nochmal zu der Fliege. Das ist natürlich dann Beelzebul, ne? die Anspielung, ne? Der Herr der Fliegen. So, hier in dem Bild, wie gesagt, da kann man jetzt einiges, aber halt silbern, wenn nicht das so silbern oder grau, silbern durchsichtig ist, dann hat es eben mit der materiellen Welt zu tun. Und links und rechts sind da so Leute, die schon verbrannt sind. Meinetwegen ist es eine Anspielung auf die Plattenindustrie, aber es geht jetzt darum, erstmal um den Punkt, der ist jetzt da in eine Welt eingetaucht, wo nichts natürlich ist. Also in einer Welt eingetaucht, wo alles irgendwie so, ja, komisch, surreal ist. Ja? Alles so schön bunt hier, wie du immer sagst. Ja, das wäre dann auf die Drogen gemünzt, ja, genau. Ja. Ich weiß gar nicht, woher ich den Spruch habe im Übrigen, ich weiß es nicht. Da ertrinkt er gerade unten, ja. Also es sieht nicht aus wie ein Feuersee, obwohl die da herumtanzen. Im nächsten Bild kommt er aber wieder hoch. Also von daher habe ich jetzt gesagt, okay, das hat jetzt mehrere Möglichkeiten, Ebenen. Ich bin mir mit dem Hesekiel 28,16 bin ich nicht so ganz glücklich mit den feurigen Steinen. Aber ich wollte damit auch mal sagen, guck mal hier, das mit den feurigen Steinen, das ist so in der Bibel, wenn da von etwas Feuer steht, dann ist das irgendetwas, was irgendetwas verzehrt. Aber das ist nicht so, dass der Mensch jetzt in irgendeiner Art und Weise da in der Bibel Feuer fängt. Es gibt keine Brandopfer. Es gibt keine Menschen als Brandopfer im Urchristentum. Gibt es
es nicht. Ja, wenn da von Feuer die Rede ist, dann sind es entweder die feurigen Steine oder ein Dornbusch, der da brennt und solche ganzen Sachen oder ein Brandopfer in Form eines Tieres, aber nicht in Form eines Menschen. Das heißt, diese Symbolik, die da gezeigt wird, ist schon mal absolut unchristlich. Menschen wurden nur dem Moloch im Feuer geopfert, wovor ja. Gott gewarnt hat, das zu tun. Ja. Selben Gedanken habe ich auch gehabt. Durch deine vielen Handelsgeschäfte ist dein Inneres mit Frevel erfüllt worden und du hast gesündigt. Darum habe ich dich von dem Berg Gottes verstoßen und dich, du schützender Cherub, aus der Mitte der feurigen Steine vertilgt. Er ließ auch seine Söhne durchs Feuer gehen im Tal des Sohnes Hinnoms und trieb Zeichendeuterei, Zauberei und Beschwörung und hielt Geisterbefrager und Wahrsager. Und er tat vieles, was böse ist in den Augen des Herrn, um ihn herauszufordern. Ja, da sehen wir doch beispielsweise, dass das durchs Feuer gehen, dass irgendjemand dann brennt, halt einfach was Heidnisches ist, ne? Das war der Punkt, warum ich jetzt diesen Vers genommen habe. Ich hätte natürlich auch noch andere Verse nehmen können, aber das ist eigentlich in der Bibel immer dieselbe Referenz. Ja, machen wir mal weiter. Das ist ein Symbol für Hypnose beispielsweise, dass er also in der Lage ist, wenn jemand jetzt ihn anguckt, ja, dann sieht er etwas Surreales, weil sein Gesicht ist ja auch da total verzerrt. Und im Hintergrund ist da die Presse beispielsweise da benannt. Und wenn jemand jetzt ihn sieht und ihn zuschaut, dann wird er hypnotisiert. Das ist meiner Meinung nach die Aussage, die das da diese Videosequenz hat. Ne? Er ist in der Lage, die Menschen zu hypnotisieren oder zu manipulieren. Kommt uns auch noch in anderen Videos demnächst vor. Ja, hier muss ich, glaube ich, gar nichts zu sagen. Ne? Das kommentiere ich wirklich nicht. Das sollte euch an Kate Bush erinnern. Deswegen sage ich ja, also es ist jetzt, es geht reihum. Das sollte es ja auch so sein. Ja, wer immer noch nicht geglaubt hat, dass das Video einfach eine Aneinanderreihung von blasphemischen Situationen ist, der schaue sich diese Sequenz an. Da ist ja die Himmelskönigin dargestellt. Jetzt guck dir mal die Farbkomposition an. Ja, hast du das ein bisschen vorbereitet, wenn du über Blau sprechen willst? Nein, ich meinte jetzt die Farbkomposition von der Dame unten. Ja, ja, aber hier, ja? Blau. Warum haben sie hier nein, Blau gewählt? Nein, da habe ich jetzt nichts mehr so reingeklebt. Das war irgendwann mal abgeschlossen, das Thema Peter Gabriel, schon vor einer Woche oder so. Blau ist die Farbe in der Bibel, die die Priester der Israeliten, also die Leviten, auf ihren Kleidern tragen. Und das ist die Farbe, die den Priestern heute der römisch-katholischen Kirche fehlt. Die tragen nämlich nur Rot, also Scharlach und diese ganzen Farben, aber die tragen kein Blau. Das Blau tragen die wahren Priester, das heißt, mit Blau wird hier etwas Wahres, etwas wirklich Gutes dargestellt. Das wird natürlich in diesem Video jetzt verhohnepiepelt, da nicht von. Ja, alleine schon mit dieser Sonnenscheibe da oben drüber. Ne? Ja, ja, aber der Grund, dass das hier blau dargestellt wird, hat einen ganz bestimmten Grund. Blau ist eben die Farbe der wahren Kirche. Das wissen viele Menschen nicht. Wenn wir mal in das Buch Levitikus gehen, also im dritten Buch Mose. Ich meine, wir können ja hier ein bisschen eine Online-Studie machen, wenn du Lust hast. Ja, du weißt, du kennst jetzt den Grund, warum ich da jetzt nicht zu hingeklebt hatte, weil ich mir natürlich auch gedacht habe, nö, da sage ich jetzt nichts zu, denn du weißt ja auch genau um die Geschichten mit den Farben und vor allen Dingen mit den biblischen Referenzen. Ne? Ja. Moreover, thou shalt make the tabernacle with 10 curtains of fine twinned linen and blue. And purple and scarlet with cherubim. Siehst du, purple und scarlet, ne? Also lila und rot. Ne? Das sind die Farben, die wir heute auch kennen, die wir auch von der Hure kennen. Aber hier ist eben blau dabei. Warum ist blau dabei? Weil blau eben die wahre Farbe der wahren Priesterschaft ist. And thou shalt make loops of blue upon the edge of the curtain. Ne? And thou shalt make a veil of blue and purple and scarlet. Heute ist alles nur noch purple und scarlet. Da ist kein blue mehr bei. Warum? Das ist die Farbe, die Gott ordiniert hat. Das könnt ihr ja alles mal lesen. Das ist alles hier im Exodus und dann gibt es auch noch eine ganze Menge mehr.
Exodus ist ja das zweite Buch Mose, und dann gibt es aber auch noch im, normalerweise dachte ich doch Levitikus, ne, aber hier ist es in Numbers, also im vierten Buch Mose auch. Also zweites und viertes Buch Mose wird darüber gesprochen. Also nicht in Levitikus, sondern in Exodus wird hier dem, der Priesterschaft bereits erklärt, was sie machen sollen. Hier zum Beispiel, "And the curious girdle of his ephod that was upon it was of the same according to the work thereof, gold, blue, and purple, and scarlet, and twined linen." Jetzt muss man sich doch fragen, okay, die Hure Babylon trägt einen Becher aus Gold, hat ein Purple- und Scarlet-Kleid, aber blau fehlt ihr. Warum? Weil sie eben die Hure ist und die wahre Frau hat eben blau. So, und das wird hier dargestellt und in, wie man so schön sagt, in your face. Wir wissen's und wir zeigen es euch hier und ihr versteht es nicht mal. Das ist der Punkt, den ich machen wollte hiermit. Ja. Das ist auch der Grund, warum dieses Video ist so vollgespickt mit Symbolik gegen Gott, also gegen den Schöpfergott. Das ist so satanisch, dieses Video, was man ja auf den ersten Blick so als normaler Mensch irgendwie vielleicht ganz lustig und toll und interessant findet und hat natürlich so einen völlig treibenden Rhythmus auch, einen sehr perkussiven Rhythmus. Ja. Ja, ich kenne das Lied nicht, aber wenn ich jetzt hier diese Frau sehe, die ganz in Blau gekleidet ist, und dann macht er diesen Sonnenring, da nach dem Motto, da, den macht er runter und damit fallen auch ihre Klamotten. Und was bleibt über? Die Hure von Babylon. Ne? Genau. Eben genau die anderen Farben, die wir gerade besprochen haben. Ja? Genau. Und wenn man, aber nur wenn man weiß, dass Blau diese göttliche Priesterschaftsfarbe von, aus der Bibel ist, dann macht das Sinn, sonst macht das gar keinen Sinn. Ja, dann guckt er mal an, sie hat schwarze Handschuhe an, da habe ich auch mal was schon zu gesagt, ja, und solche ganzen Sachen, also, ne, was führt sie aus, ja, was sind ihre Taten mit den Händen, was führt sie aus, ne, welche Befehle führt sie aus, guckt dir die nächsten Bilder an, das wird noch deutlicher, ja, da ist sie jetzt diejenige, die die Hosen anhat, die moderne Frau, die die Hosen anhat und die ihn dann einfach wegwirft, ja, die ihn dann einfach wegwirft, sagt, ich brauche dich nicht mehr, ich bin Frau genug. Ja, Gleichberechtigung, Emanzipation, Feminismus, ja, Maria, was auch immer. Ja, da sind wir mitten im Thema drin. Ja. Und es wird jetzt noch eindeutiger eigentlich im nächsten Bild. Ja, da haben wir schon wieder eine Leiter. Oh, grün und Schlange. Ja, und vor allem die Leiter, die Leiter. Mhm. Also man sieht da, es geht die Leiter aufwärts. Die kann man aufwärts steigen auf der linken Seite, ja, oder man kann sich von der Stange auch hochziehen lassen. Und die Stange hat nicht umsonst die Farben schwarz-rot. Wir sind immer bei demselben Thema, nur ein bisschen anders verpackt. Glaubst du nicht, Michael, dass das alles Zufall ist mit den Farben und so? Das glaube ich nicht, wenn du dir das nächste Bild anguckst. Das ist dann für diejenigen, die schon ein bisschen so getrunken haben. Ne? Die sehen dann alles doppelt. Dann kannst du dir meinen Text unten drunter da auch dann einblenden, ja? Also das Video ist handwerklich toll gemacht, aber halt die Symbolik und alles, was da drin ist, ist halt teuflisch, das ist halt so. Ja? Er ist da hinten ja auch schon wieder mit rot-schwarz bezeichnet, der Mann, der da hinten an der Leiter oder von der Stange gezogen wird, ne? Rot-schwarz und weiß, ne? Ja, eine weiße Weste, ne? Naja, klar. Ja. Naja, oder so. Vom Geist her, ne? Ja, oder so. Ne? So, und am nächsten Bild, da verwandelt er sich dann in Sessel, also er ist dann so derjenige, wo sich die Frau dann draufsetzt, sozusagen, ja, und er hechelt ihr dann lüstern hinterher und sie lässt sich dann auch so gerne dann so echauffieren und ja, findet sie ganz toll. Achtet mal wieder auf die schwarzen Handschuhe, die sie trägt. Ja. Gelb wäre jetzt die Farbe des Sonnengottes zum Beispiel, also das kann man vieles reininterpretieren, aber es ist halt so, dass es jetzt auch wiederum geschmacklos wird, was jetzt kommt. Ja, jetzt schreit er da rum, get alive oder sowas, ne, also werd lebendig, jetzt schreit er da so rum und jetzt dreht er sein Innerstes nach außen auf den nächsten Bildern. Ne? Wird also nicht lustig jetzt. Ja, und sieht dann also aus wie irgendwie so ein kleines Äffchen oder irgendwas ähnliches. Also das Animalische sozusagen in ihm, so würde ich das erstmal interpretieren. Aber es ist halt, wie es ist. Ne? Die dunkle Seele meinetwegen, könnt ihr euch aussuchen, ja. Interessant ist die Symbolik absolut im nächsten Bild. Ich finde das fantastisch, wie man ein Video in einer kompletten Sendung durchnehmen kann. Das ist schon irre. Ne?
Ja, und so sieht's aus. Und da hinten habt ihr dann sozusagen ohne Gesicht, wenn ihr so wollt, die Hure Babylon, die die Strippen zieht, woran die Künstler hängen, woran dann letzten Endes dann wieder die hängen, die an den Künstlern hängen. Genau so ist das. Deswegen ist das auch, ja, dann haben wir dann ein Baby, dann wird jetzt so der Werdegang eines Kindes beschrieben und wenn es sich da um Steam geht, dann ist es eventuell auch der Gegensatz zu Odem, ne? Ist es eventuell auch eben genau dieser verdorbene Geist, wovon Peter Gabriel eben spricht. Give me Steam. Ja, hat ja eine ganze Menge Symbolik. Da hinten sehen wir jetzt hier Venus und Mars und einen Ring oder noch irgendetwas, zwei Sachen, so jetzt hier so, ne, so Gold und Silber. Das haben wir ja beispielsweise bei dem Vatikan, diese Farben in Form eines Schlüssels. Und das ist ja auch hier so ein komisches Symbol. Und ja. Aber wie gesagt, er muss da tanzen. Ja. Deswegen, also wenn man sich den Abschluss des Videos anguckt, dann, wenn man da nicht auf biblische Referenzen kommt, dann weiß ich aber auch nicht. Ne? Was könnte denn das für ein Baum sein? Keine Äpfel. Ja, es ist immer, das sind immer dieselben Geschichten, immer dieselben Symboliken. Ne? Also, Das wir ist haben ja. der Lieblingsbaum der LGBTQ-Bewegung. Man muss mal Ja. einen Baum schütteln und dann fallen Kinder runter, die man so nicht kriegen kann. Ja, es gibt ja auch viele Geschichten, dass also mit Lilith und so, ne, erst angeblich erste Frau Adams und so, und die hat da eine Wette gehabt und die hat dann einen Baum und so weiter. Ach, es ist alles natürlich heidnisch, ne? Und am letzten Bild, bitte? Ja, habe ich gesagt, ja. Ja, so auf dem letzten Bild, was ihr da seht, so dieser Spiralnebel sozusagen hier, ne, so an das dreht sich natürlich dann auch noch im entgegengesetzt des Uhrzeigersinns, wie sich das im Satanismus dann auch gehört. Ne? Alles wird verdreht und letzten Endes muss dann halt irgendwie alles so persifliert werden und so quasi das, wenn man so will, entsteht dann eben nichts, sondern ja, das Ziel des Ganzen und damit auch der Schluss des Videos ist dann auf dem nächsten Bild beschrieben, ist dann da, wo letzten Endes dann alles auseinanderfliegt und kaputt Eine ist. Supernova. Ja. Ganz einfach. Deswegen Video des Jahres gewesen. Unten drunter haben wir jetzt noch den Text von dem Ding und das ist halt jetzt auch nicht besonders freundlich. Ja, mit den Hunden, also Menschen da als Hunde zu zeichnen und dann Hunde dazu betiteln, das haben wir ja schon gehabt. Und unten drunter steht dann, you know your sinner from your saint. Ja, du kennst deinen Sünder aufgrund deiner Heiligen. Oder du kannst Sünder von Heiligen unterscheiden. Wann auch immer die Himmelstore geschlossen sind, dann trittst du sie einfach auf. Ja. Also es ist so in the face. Ja. Es ist so in the face. Also guck dir nur die roten Zeilen an und übersetzt das in Deutsch. Ja. Der Bezug von Leiter zu Schlange ist da direkt drinne. Ja. Ich will da den Text gar nicht mehr durchgehen, weil es ist letzten Endes immer dasselbe bei Peter Gabriel. Da wird die Schlange verherrlicht, egal in welchem Zusammenhang wir jetzt das halt sehen. Ja, das ist so. Das ist in dem Lied so, das ist im nächsten Lied so, das ist bei Peter Gabriel Programm. Er macht Werbung, er macht Promotion und er hängt an den Fäden. Er ist die Marionette. Das ist ja das, was er selber in dem Video da aussagt. Oder das Video besser gesagt über ihn aussagt, ne? Und das ist ja jetzt mal was anderes. Bis jetzt war er ja so der Priester und so weiter. Und jetzt mittlerweile, jetzt ist er ja im Mainstream angelangt. Jetzt verdient er ja viel Geld. Und jetzt hängt er dann in den Strippen der Leute, dessen Agenda er jetzt da weitertragen muss. Das sagt ja dieses Video jetzt auch aus. Ja. Ja. Und im nächsten Stück haben wir noch, das geht ganz schnell, The Secret World, also geheime Welt, Songtext. Ja, da schreibt er dann jetzt hier, da habe ich den deutschen Text unten drunter geklemmt. Auf der nächsten Seite, ja. Ich stand an diesem ungeschützten Ort, bis ich das Gesicht hinter dem Gesicht sehen konnte. Dann wissen wir genau Bescheid, welche Welt der meint. Ja, nämlich eben die, genau, die Geisterwelt. Ja, die Welt, die wir nicht sehen können. Ja, das ist eben das, was Bob Dylan auch dazu gesagt hat. Ja, der Chef, der Boss dieser Welt in einer Welt, die wir nicht sehen können. Das ist das Gesicht hinter dem Gesicht. Das ist der Geist, der in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, Epheser 2. Das ist genau das, ist Satan, ja, das Gesicht hinter dem Gesicht, ja.
wenn hier steht, ich stand an diesem ungeschützten Ort, dann ist das sogar noch vielleicht auch eine Blasphemie gegenüber dem Psalm 91. Ja? Wo es dann eben geht, im Schatten des Allmächtigen. Ne? Das ist eben, wo man dann halt eben dann Schutz sucht. Und wenn er jetzt hier an diesem ungeschützten Ort steht, dann ist er auch jemand, der halt einfach nicht schützenswert ist, weil er eben nicht an den allmächtigen Gott glaubt. Und die Reminiszenz an biblische Dinge, die sieht man ja dauernd hier. In einem Haus, das Glauben weckt oder erweckt, in zwei geteilt wie Adam und Eva. Ja, Adam und Eva, wenn die sich vereinigen, wenn die eine gemeinsame Linie haben sozusagen, was denn das Wort ist, dann vereinigen die sich, werden ein Fleisch und haben eine Stammeslinie. Dann haben die eine Blutlinie, dann haben die eine Familie, die die gründen. Ja, alles, was geteilt wird, ist divide et impera, ist teile und herrsche, ist römische katholische Taktik. In zwei geteilt wie Adam und Eva. Oder jetzt in moderner Geschichte jetzt hier dieser ganze Genderismus und Feminismus und der ganze Gleichstellungsquatsch. Ja, als wenn wir Männer dafür ein Anrecht auch haben, mal Kinder zu kriegen. Also völliger Blödsinn alles, wenn man das mal konkret zu Ende denkt. Ja, aber es geht hier nur um Teilen, es geht um Kaputtmachen. Und wenn ich in zwei etwas teile, dann mache ich irgendetwas kaputt, nämlich beispielsweise eine Beziehung zwischen Adam und Eva. So. Und deswegen kommen wir jetzt zum Abschluss dieser Lesung, indem der Jörg noch eine Sache hier anfügt und ich noch ein Bild zeige. Es geht sich ja hier um Secret. Ja, es geht sich hier um etwas Geheimes, eine geheime Welt, Secret World. Wir wissen natürlich auch genau, das Gesicht hinter dem Gesicht, das ist die Geisterwelt. Das ist das, was er meint. Ja, Secret. Ja, was ist denn jetzt geheim in dieser Welt? Niemand, ja. Aber. Niemand aber, der ein Licht anzündet, bedeckt es mit einem Gefäß oder stellt es unter ein Bett. Sondern er setzt es auf einen Leuchter, damit die, welche hereinkommen, das Licht sehen. Denn nichts ist verborgen, das nicht offenbar werden wird, und nichts ist geheim, das nicht bekannt werden, an dem Tag kommen wird. So habt nun Acht, wie ihr hört. Denn wer hat, dem wird gegeben. Und wer nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er zu haben meint. Ja, das ist genau. Vielen Dank. Und das ist genau das. Es gibt keine Geheimnisse im Christentum, weil unser allmächtiger Gott ist allmächtig und kann deswegen alles. Er ist immer und überall in allem, hat alles geschafft und wir gehören ihm. Und deswegen gibt es keine Geheimnisse. Geheimnisse gibt es nur für Menschen und dann muss man die auch nötig haben. Ja, Geheimnisse hat man nur dann, wenn man etwas verstecken muss oder etwas zu verheimlichen hat. So, und das ist das Innenleben, ja, von Peter Gabriel jetzt hier dafür. Was er da ausgewählt hat. Und da seht ihr jetzt hier einen leeren Koffer, wo, ja, was ist das, Jörg? Was ist das? Irgendwie so eine Reminiszenz an. Ein Schmetterling, bitte? Ne? An einen Schmetterling. Butterfly, ja. Da und Schmetterling steht ja für Wiedergeburt, Reinkarnation, Veränderung. MK Ultra. Ja. Butterfly Monarch, ja. Mhm. Genau. Ja, so, aber. Ich wollte noch mal kurz eben auf den Vers eingehen, den ich gerade hier gelesen hatte. Du meinst mit dem Licht unter einen Scheffel stellen und sowas. Mhm. Und von wegen nichts im Verborgenen, ne? Nichts ist verborgen, das nicht offenbar wird, und nichts ist geheim, das nicht bekannt werden und an den Tag kommen wird. Ich finde das einen ganz, ganz wichtigen Satz. Und ihr erinnert euch ja in vieler meiner Videos, ich glaube sogar in diesen Videos oftmals, ist ja hinten im Abspann ein Lied, wo die Abigail Miller wunderschöne Bibelverse aus der König James Bibel singt. Und sie singt, das ist eines meiner absoluten Lieblingslieder, allein schon von der Melodie, da läuft mir immer, jedes Mal, wenn ich es höre, eiskalt den Rücken runter. Jesaja, Kapitel 29, Vers 15. Wehe denen, die ihren Plan vor dem Herrn tief verbergen, damit ihre Werke im Finstern geschehen, die sprechen, wer sieht uns und oder wer kennt uns? Ja. Den Vers habe ich extra nochmal eben gerade hier rausgesucht. Das ist in Jesaja 29, 15. Ich glaube, das ist immer am Ende dieser Genderlesung. Ich weiß es jetzt nicht auswendig. Ja, du hattest, genau, ich habe den ja auch. Ja, natürlich, das ist der richtige. Das ist ja dann in Englisch vorgetragen. Ne? Deswegen ja, aber mit deutschen Titel bei. Ne? Viele nicht in Deutsch. Ne? Ja, ja. Nein, aber ich habe ja extra den deutschen Titel dabei gemacht, ne? Dass die Leute das eben auch verstehen, was die Abigail Miller da in Englisch singt. Und das finde ich so schön und das ist natürlich genau das, was wir hier in diesem Stück hier lesen, ja? Mit dem Verborgenen, das ist genau das, was darin vorkommt. Aber wenn das kein schöner Abschluss dieses Videos ist, dann weiß ich auch nicht. Das kommt ja jetzt noch gleich erst, der Abschluss. Wir haben ja noch zwei Bilder. Dieses Bild brauchen wir jetzt erstmal, um zu sagen, Moment mal, wir müssen dieses Bild vergleichen mit diesem Bild hier von den Beatles. Yesterday and Today.
Da sitzt doch der Paul McCartney auch in seinem Koffer drin. Und warum hat sich denn jetzt beispielsweise der Peter Gabriel diesen Koffer ausgesucht als Symbol dafür, für seine geheime Welt? Von welcher geheimen Welt redet er denn da, wenn er von einem Koffer redet? Wenn er von einem Koffer redet, dann muss es mit einer Reise zu tun haben. Wenn er über ein Tiersymbol redet oder ein Tier da reingeklebt hat sozusagen, diesen Schmetterling oder was auch immer das sein soll, dann meinetwegen jetzt hier so ein was weiß ich, ja, da könnte ja, ich habe jetzt keine Informationen auf dem Internet gefunden, aber dieses Bild ist wirklich im Internet, ich habe diese CD, ich kann das bestätigen, ja, und links ist da auch noch vielleicht so eine Art Stab oder sowas, ich weiß es nicht, aber es ist ein leerer Koffer und es ist da ein exotisches Tier, sagen wir es, drücken wir es mal so aus oder Symbol, wie gesagt, ich will mich jetzt nicht darauf festlegen, was es ist. Ja, aber allein dieser leere Koffer, der da zeigt, der hat eine ganz bestimmte Bedeutung, zumindest für die Musikindustrie. Und das seht ihr unten in dem Beatles-Album Yesterday and Today, wo eben Yesterday drauf ist, also dieses Stück, dieses super bekannte und eigentlich auch sehr schöne Stück von Paul McCartney angeblich geschrieben. Man muss ja mittlerweile sagen, immer angeblich. Ja, da ist beispielsweise auch ein Stück drauf, das heißt Nowhere Man. Da kann man sich ja auch schon so einiges zu denken. Ja, aber das ist nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, es geht über die Beatles eine sehr interessante Dokumentation, wo drin gezeigt wird, dass also hier die Reminiszenz an den Koffer eine ägyptische angeblich ist, wo es sich darum geht, dass eben Isis da die Göttin Isis, da die überbleibenden Teile ihres ermordeten Gatten Osiris dann aufsammelt. Und dieser Koffer hat wohl dann damit zu tun, mit dieser Mystik, mit dieser ägyptischen Mystik. Und das wäre dann selbiges Thema für Peter Gabriel. Und das würde dann auch beispielsweise die Pyramide erklären auf dem Cover, oder auf der Art Deko im Innet beispielsweise von Steam, wo wir eben drüber gesprochen haben am Anfang dieses Videos. Ja, dann hätten wir also da wieder einen Kreis geschlossen. Und da wir jetzt, wir können das hier ja nicht im Exzess machen, wir können jetzt nicht in die ägyptische Mystik auch noch reingehen. Man wird ja dann irre irgendwann. Ist ja nicht unser Thema. Ich habe gesagt, ägyptische Mystik kommt irgendwann noch. Aber das Thema ist, das ursprüngliche Cover war das eben nicht. Das, was ihr jetzt gerade seht, war das ursprüngliche Cover. Das seht ihr, weil da Widmungen drauf sind von, ja, den Paul McCartney kann man da beispielsweise erkennen und John Lennon, glaube ich, oben links auch, zu Dave Jam oder wie auch immer das ist. So, das ist das originale Video wohl oder angedachte Video, Cover gewesen von der LP damals, da gab es ja noch keine CD, Yesterday and Today. Das hat man dann aus verschiedensten Gründen, wie man sehen kann, mit diesen Schweinehälften dann eben nicht genommen. Das heißt, wer immer noch denkt, die Beatles ist eine super saubere Sonntagsmittags Omi, Schwiegermutter Kommunionparty-Band, muss sich leider extrem getäuscht sehen. Die Jungs haben es wirklich ganz, ganz dicke mit Symbolik. Und das hat jetzt nicht nur mit Sgt. Pepper zu tun, sondern die ursprüngliche Idee, ihr seht ja beispielsweise auch bei Capitol da oben links, da seht ihr ja auch ein Symbol von der Plattenfirma da. Die ursprüngliche Idee dieses Plattenalbums war eine ganz andere. Und das ist, glaube ich, jetzt zumindest in Deutschland nicht so bekannt. Wie gesagt, wenn ihr euch für Beatles interessiert, ich mache da aus den Gründen keine komplette Lesung von, weil es da im Englischen gute Lesungen gibt, beispielsweise von Mark Devlin. Ja, aber da kommt das eben vor mit dieser Reminiszenz mit Ägypten und deswegen dieses Cover wollte ich dann auch mal zeigen und das wäre jetzt wirklich der Abschluss dieser Sendung, weil in der nächsten Sendung kommt dann das nächste Video, was dann natürlich auch wieder Preise gewonnen hat. Ich kann nicht dafür, aber es ist doch wirklich irre, ja, wie viele Anspielungen jetzt in diesem Video-Steam in der 21. Folge von Peter Gabriel drin waren. Es ist doch wirklich völlig irre, ja. Und wir hoffen, dass wir mit diesen Videos eben diejenigen Menschen erreichen, die unsere Bibelstudien nicht kennen, unsere Kanäle nicht kennen, unsere YouTube-Auftritte nicht kennen, unsere ganzen Aktionen, die wir da machen, nicht kennen. Und dass wir dann halt Leute dann finden, die beispielsweise mal sagen, oh, Peter Gabriel fand ich gut oder Beatles fand ich immer schon klasse, da ist doch nichts anderes, die sind doch ganz harmlos. Ja, da geht's drum, um solche Leute letzten Endes dann irgendwann wachzurütteln und sagen, hör mal hier, wir waren alle mal jung, wir haben alle uns mal irgendwo veräppeln und hinters Licht führen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes, das Licht ist Jesus Christus. Wenn wir also hinters Licht geführt werden, dann sind wir im Dunkeln sind, dann werden wir eben an Jesus Christus vorbeigelockt sozusagen, ja. Und deswegen, es sind viele von euch da draußen im etwas älteren Alter, so wie wir hier auch, und viele von euch da draußen, die haben Verantwortung gegenüber Familie, gegenüber Kindern und so weiter. Und deswegen der Appell an euch, dass ihr wirklich die Welt mal mit der Wahrheit misst, den Wahrheit,
der Weg und das Leben ist nämlich Jesus Christus. Jesus Christus ist das Licht der Welt und der wird in dieser Welt von allem, was materiell ist und von allem, was in dieser Welt damit zu tun hat, dass das Materielle verherrlicht wird, weil Leute dem Geld und dem Mammon hinterherlaufen und dem Mammon dienen, eben nur bekämpft wird. Und deswegen hat der Jörg jetzt auch wie immer das Schlusswort. Lest eure Bibel. Maranatha. To them that seek deep to hide their counsel from the Lord, and their works are in the dark, and they say, who seeth us and who knoweth us? So many think God does not see. Counsel from